Salam alaikum, liebe Geschwister. Heute möchten wir über Insaf sprechen. Und zwar Fairness. Insaf ist eine der moralischen Tugenden im Sinne von Gerechtigkeit. Sie bezieht sich auf die Wahrung der Gleichheit bei der Behandlung anderer und die Wahrung der Rechte der Menschen ohne Diskriminierung. Das Wort Insaf kommt zwar im Heiligen Koran wortwörtlich nicht vor, aber die Exegeten haben aus mehreren Versen die Einhaltung von Gerechtigkeit in sozialen Beziehungen abgeleitet. Fairness wird in den Überlieferungen mit Eigenschaften wie den höchsten Werten, dem Meister der Taten, Afdalul A'mal, und den schwierigsten Aufgaben gleichgesetzt. Ein fairer Mensch ist jemand, der in seinem Verhalten und seinen Urteilen unangemessene Vorurteile gegen sich selbst, gegen seine Verwandten und Freunde vermeidet und die Rechte anderer nicht verletzt. Überlieferungen und islamischen Quellen zufolge kann man Fairness im Bereich der Ethik folgendermaßen beschreiben. Und zwar, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Die negative präkonventionelle Fassung ist als gereimtes Sprichwort bekannt, welches wir bestimmt schon mal auch gehört haben. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Jedoch viel schöner wurde es von Amirul Mu'minin, Imam Ali a.s. erklärt worden. In seinem Testament zu seinem Sohn, zu Imam Hassan al-Mujtaba a.s. sagte er: Ya Bunayya, ij'al nafsaka mizana fima baynaka wa bayna ghayrik. Fa'ahbib li ghayrika ma tuhibbu li nafsik. Wakrah lahu ma takrahu laha. ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. O mein Sohn, setze deinen eigenen Willen zwischen dir und anderen als Maßstab. So wünsch den anderen auch das, was du für dich magst und was du für dich wünschst. Und was du für dich selbst nicht willst, so wünsche diese auch nicht für andere. Genauso wie du es nicht magst, unterdrückt zu werden, so unterdrücke auch niemanden. Aus der Perspektive der islamischen Lehren gilt Fairness mit der Bedeutung als höchste Vollkommenheit und moralische Tugenden, sowie als beste Eigenschaft einer wünschenswerten menschlichen Gesellschaft. Diese Art, sich anderen gegenüber zu verhalten, bedeutet, Gleichheit zwischen sich selbst und anderen herzustellen und Fairness umzusetzen, was als eine goldene Win-Win-Regel gilt. Auf diese Weise ermöglicht die Beachtung der Fairness zunächst einmal, dass eine Person bei der Entscheidungsfindung leicht die richtige Entscheidung treffen kann. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch sich auf sich selbst bezieht und sich in die Lage des anderen hineinversetzt, dann kann er leicht eine Entscheidung treffen und den richtigen Weg finden und aus Zweifeln herauskommen. Ich sagte die Win-Win-Regel, denn wenn man fair gegenüber anderen handelt, so wird man auch fair behandelt. Zum einen bekommt man Lohn, weil man fair gehandelt hat. Auf der anderen Seite, Allah hilft dieser Person und lässt ihn auch mit gerechten und fairen Menschen verweilen. Anhand der Überlieferungen kann man entnehmen, dass es verschiedene Arten von Fairness gibt. Ich möchte euch gerne einige dieser Arten der Fairness nahelegen. Zum einen kann man Fairness in drei Arten unterteilen. Fairness im Reden, Fairness im Handeln und Fairness im Urteil. Fairness im Reden bedeutet, die Wahrheit auszusprechen und das, was recht ist, anzunehmen, auch wenn dies zum Nachteil einer Person oder ihrer Verwandten oder Freunde ist. Allah subhanahu wa ta'ala deutet sogar im Heiligen Koran darauf hin und sagt in Surah An'am, Vers 152, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht.
Das bedeutet, wenn ihr spricht und etwas sagt, was anderen Menschen Nutzen oder Schaden zufügen kann, so achtet auf die Gerechtigkeit und lasst euch nicht durch das Gefühl der Verwandtschaft dazu zwingen, ungerecht zu sprechen oder die Rede zu verfälschen. Aus diesem Grund ist Fairness etwas sehr Schwieriges, liebe Geschwister. Würden wir die Wahrheit sagen, würden wir die Wahrheit sprechen, wenn es nicht zu unserem Nutzen ist? Wenn die Wahrheit uns auch schaden würde, würden wir dann immer noch die Wahrheit sagen? Ist es fair, wenn wir zu unserem Nutzen die Wahrheit bedecken? Oder wäre es fair, wenn wir Zeuge eines Rassismus sind, dass wir dann noch schweigen und uns nicht äußern? Oder wenn wir eine Straftat gesehen haben, Zeuge eines Straftats geworden sind, ist es fair, diese Sache vor dem Polizeibeamten zu verheimlichen? Nein, oder? Jedoch, was ist mit Unterdrückung? Ist es fair, wenn wir sehen, wie unschuldige Menschen sterben, wie unschuldige Menschen unterdrückt werden und wir schweigen? Ich wünschte, die Medien und die Nachrichtenreporter hätten nur ein kleines bisschen Fairness in ihrem Herzen. Dann würden sie vielleicht nicht versuchen, die Lage in Gaza zu verharmlosen. Dann würden sie in ihren Nachrichten nicht mehr sagen, es sind so und so viele Menschen in Gaza ums Leben gekommen. Sondern es sind so und so viele Menschen in Gaza worden. Denn der Unterschied zwischen ums Leben kommen und werden ist riesig. Das ist mit Fairness im Reden gemeint, liebe Geschwister. Seid fair und sagt die Wahrheit, koste es, was es wolle. Die zweite Art war Fairness im Handeln. Fairness in der sozialen Interaktion und Kommunikation ist einer der Faktoren, um soziale Schäden zu reduzieren und ein gesundes Lebensumfeld zu schaffen. Wir können in Nahjul Balagha lesen, dass der Fürst der Gläubigen, Amirul Mu'minin, Imam Ali a.s., seinen treuen Gefährten Malik Ashtar auffordert, fair zu handeln. Als Malik Ashtar zum Gouverneur von Ägypten ernannt wurde, schrieb Imam Ali a.s. einen Brief und darin forderte er Malik Ashtar, fair gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, fair gegenüber den Menschen, Verwandten und seinen Untergeordneten zu sein. Aufgepasst, liebe Geschwister, nicht nur den Menschen gegenüber, mit denen man dieselbe Konfession hat, soll man fair sein. Nein, sogar gegenüber dem Feind sollte man fair sein. Wo bleibt die Sensibilität gegenüber den Kriegsopfern heutzutage? Wie sensibel waren wir, als der Russland-Ukraine-Krieg begonnen hat? Wie sehr hat man sich Sorgen um die Kinder gemacht? Was unterscheidet die Kinder in Ukraine mit den Kindern in Palästina? Hautfarbe, Sprache oder Religion oder was anderes? Wir sollten auch fair in unseren Handlungen sein. Wenn man traurig über die Frauen und Kinder in der Ukraine war, dann muss man auch traurig über die Kinder und Frauen in Gaza, in Palästina sein. Sonst hat man nicht fair gehandelt. Das ist mit fair handeln gemeint. Und die dritte Art war Fairness im Urteil. Die Wahrung der Fairness im Bereich der Justiz und zwischen zwei Streitparteien wird als eine der wichtigsten religiösen und moralischen Gebote hervorgehoben. Wenn wir die jetzige Lage beurteilen möchten, dann sollte man das Ganze fair und gerecht betrachten. Auf der einen Seite gibt es 2 Millionen Palästinenser, die in Gazastreifen leben. Der Gazastreifen ist ca. 10 Kilometer breit und 40 Kilometer lang. Auf der anderen Seite ist Israel mit den neuesten und modernsten Waffen und Raketen ausgestattet, die tagtäglich Gaza bombardieren. Und bis heute sind über 10.000 Menschen ermordet worden. Davon sind über 4.000, die ermordet worden sind, Kinder. Warum haben diese Menschen keinen Wert in euren Augen? Wonach urteilt ihr? Ist die Würde des Menschen nicht unantastbar? Oder verändert sich das Gesetz, wenn diese Menschen keine Europäer sind? Seid fair, wenn ihr urteilt. Das ist damit gemeint, liebe Geschwister. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass der Heilige Koran Gerechtigkeit und Fairness sehr viel Wert gibt. Sogar Nicht-Muslime muss man mit Gerechtigkeit und Fairness behandeln. Deswegen sind wir alle verpflichtet, mit allen Menschen
zu sympathisieren und uns ihnen gegenüber fair zu verhalten, egal welche Religion oder Konfession sie angehören. Und Gleichgültigkeit und Schweigen gegenüber Unterdrückung ist ein Verstoß gegen Gerechtigkeit, ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und ist ein Verstoß gegen die Scharia. Denn wer fair mit den Menschen umgeht, dem wird Allah seine Würde erhöhen und ihn bei den Menschen beliebt machen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.